Palais Widmann in Bozen. Landeshauptmann Arno Kompatscher und SVP-Obmann Philipp Achammer empfangen den österreichischen Außenminister Sebastian Kurz. In etwas mehr als einer halben Stunde gemeinsamen Treffen wurden eine Reihe wichtiger Themen angesprochen. Dazu gehörte natürlich auch die Südtiroler Autonomie und Rolle der Republik Österreich, die immer von großer Bedeutung bleiben wird. Wir sind ja auch hier mitten im Arbeiten. Es wird ja dann notwendig sein, einige Punkte der Autonomie, des Autonomiestatuts entsprechend eben weiterzuentwickeln, auch aufgrund der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes der letzten Jahre. Hier besteht inzwischen auch Einigkeit und das auch und in besonderer Weise dank der Unterstützung der Republik Österreich. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz hat noch einmal die enge Verbundenheit zwischen Wien und Südtirol unterstrichen und hat auch die immer besser werdende Zusammenarbeit mit den nahen Trentino besonders hervorgehoben. Südtirol ist für uns eine Herzensangelegenheit und wir haben ein starkes Interesse daran, dass sich diese Autonomie gut weiterentwickelt. Ich darf vielleicht auch ein paar Sätze zur Europaregion Tirol sagen. Wir sind froh über die starke Kooperation, die es in dieser Region gibt. Ich glaube, dass alle Beteiligten ordentlich davon profitieren. Und insofern auch ein Danke von der österreichischen Seite für diese gute Zusammenarbeit im Bereich der Europaregion Tirol. Natürlich hat Landeshauptmann Kompatscher mit Minister Kurz auch über das Problem der Flüchtlinge gesprochen und über die Lage am Brenner. Vorrangig bleibt bei aller Problematik der Schutz des menschlichen Lebens. Dabei muss natürlich auch die Sicherheit im Land als Priorität angesehen werden. Es ist absolut nachvollziehbar, dass ein Staat in Europa Kontrolle darüber haben will, wer ins Land kommt, wie sich die Bewegungen entwickeln, dass es deshalb auch Kontrollen braucht und die finden ja tatsächlich statt. Am Brenner ist es nicht so, dass nicht kontrolliert wird. Es ist diese Zusammenarbeit zwischen den österreichischen und italienischen Behörden, die dazu geführt hat, dass die Lage am Brenner derzeit ruhig ist, die Situation unter Kontrolle ist. Aber dass die Entwicklungen, die wir beobachten, die Anlandungen, die in Süditalien stattfinden, natürlich es absolut notwendig machen, dass hier endlich neue Maßnahmen gesetzt werden von Seiten der internationalen Staatengemeinschaft, der EU im Besonderen, damit diese Anlandung gar nicht mehr stattfinden, damit die Boote nicht mehr in See stechen, damit das Sterben im Mittelmeer ein Ende haben kann. Die österreichische Regierung wiederholt auch mit den Worten von Außenminister Kurz, dass sie ihre Grenzen absichern will. Dies natürlich in Übereinstimmung mit dem Land Südtirol und der Republik Italien. Der einzige Weg, das Problem in den Griff zu bekommen, sind Maßnahmen in den Herkunftsländern. Hier sage ich ganz klar, so wie es ist, so kann es nicht bleiben. Wir haben mittlerweile nicht nur weiterhin hohe Zahlen auf der Mittelmeer-Italien-Route, sondern es gibt eine massive Steigerung jedes Jahr. Auch heuer wieder eine Steigerung von rund 20%. Und das Schlimme ist, es steigt nicht nur die Zahl der Menschen, die zu uns kommt, sondern obwohl immer mehr in Rettung investiert wird, steigt ständig auch die Zahl der Toten. Das System im Mittelmeer kann so nicht fortgesetzt werden. Es braucht da dringend einen Systemwechsel. Ich sage ganz klar, in Europa ohne Grenzen nach innen kann es nur geben, wenn die Außengrenzen funktionieren. Österreich ist wie andere Staaten auch bereit, unsere Grenzen zu schützen. Aber unser Ziel ist klar, nämlich eine Schließung der Mittelmeerroute, das Beenden der illegalen Migration im Mittelmeer. Es kann nicht sein, dass in Europa die Entscheidung, wer zu uns zuwandern darf, von den Schleppern getroffen wird und nicht von uns in Europa oder von uns als Nationalstaaten. Zum Abschluss gab es noch einen freundschaftlichen Händedruck als Ausdruck der guten Zusammenarbeit zwischen Südtirol und Österreich.